In unserer Sendereihe Audi Max, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag des in Berlin lebenden österreichischen Psychologen und Politologen Dr. Alexander Meschnick. Sein Titel lautet Die Wiederkehr des Verdrängten. Der Summer of Love im September 2015 erscheint 7 Jahre später wie eine längst vergangene Epoche und ist aus dem kollektiven Gedächtnis Deutschlands weitgehend verschwunden. Mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, die eine Art Zäsur in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands darstellt, war, unabhängig von den irreversiblen Folgen, eine massive Spaltung quer durch Familien und Freundschaften zu beobachten, die sich auf der Ebene der Politik widerspiegelt. Dem Rechtspopulisten steht heute der Gutmensch, der Menschenfeind, der Volksverräter gegenüber. In dieser extremen Polarisierung zweier unversöhnlicher Lager haben sich Politik und Medien von Anfang an fast unisono auf die Seite eines moralischen Universalismus gestellt, der jedes partikulare Interesse als nationalistisch, rassistisch oder rechts verortete. Seine Protagonisten wurden als Pack, Dunkeldeutschland oder Hetzer folgerichtig in das gesellschaftliche Abseits verbannt. In seinem berühmten 1840 erschienenen Hauptwerk über die Demokratie in Amerika beschreibt Alexis de Tocqueville die innere Logik des Ausschlusses in einer freien Welt, die auch im Jahr 2022 noch ihre Gültigkeit hat. Zitat: Der Machthaber sagt hier nicht mehr, du denkst wie ich oder du stirbst. Er sagt, du hast die Freiheit, nicht zu denken wie ich. Leben, Vermögen und alles bleibt dir erhalten. Aber von dem Tage an bist du ein Fremder unter uns. Du wirst weiter bei den Menschen wohnen, aber deine Rechte auf menschlichen Umgang verlieren. Zitat Ende. Corona, Klima und aktuell der Ukraine-Krieg erscheinen wie ein willkommenes Ablenkungsmanöver, das die eigenen Fehler und Folgen der Zuwanderungspolitik unsichtbar gemacht hat. Aber das Verdrängte kehrt wieder. Es taucht in der täglichen Berichterstattung, trotz des Versuchs der öffentlich-rechtlichen Medien, Assoziationen mit der Einwanderungspolitik zu verhindern, hartnäckig als etwas auf, das die ganze Zeit weiter schwelte, von den meisten Bürgern dieses Landes aber längst als etwas Unwiderrufliches betrachtet wird, als etwas, das man hinnehmen muss und von dem man in seiner heilen Welt auch nicht belästigt werden will. Vielleicht erklärt das auch die ungeheure mediale und politische Gleichgültigkeit gegenüber den deutschen Opfern, die wir in jedem einzelnen Fall beobachten können. Erinnert sei hier exemplarisch an den Amoklauf in Würzburg, wo im Juni 2021 ein somalischer Asylbewerber 3 Frauen ermordete und 9 weitere Personen zum Teil schwer verletzte. Die Ignoranz gegenüber den Ermordeten dieser importierten Gewalt fand ihren symbolischen Ausdruck darin, dass die deutsche Fußballmannschaft 4 Tage später im EM-Achtelfinale gegen England von einer zutiefst rassistischen, gewalttätigen und linksradikalen Gruppe wie Black Lives Matter in die Knie ging, anstatt die Opfer im eigenen Land etwa mit einer Schweigeminute zu würdigen. Es ist tatsächlich vollkommen undenkbar, dass hier eines der viel zitierten Zeichen gesetzt werden könnte. Denn der Vorwurf, den Rechten in die Hände zu spielen, steht permanent als Drohung im Raum und verhindert hierzulande jede Solidarisierung mit deutschen Opfern. An sie zu erinnern, würde ein Stück weit den Irrsinn der deutschen Einwanderungspolitik sichtbar machen, was um jeden Preis verhindert werden muss. Deshalb werden alle Kritiker pauschal des Rassismus und des Rechtspopulismus verdächtigt und als solche vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. Es gilt für das Thema der Masseneinwanderung dasselbe wie für die Folgen der Corona-Politik. Die propagierten Entscheidungen und Maßnahmen, die Grenzöffnung für alle Ankommenden, müssen am Ende Recht behalten. Jeder Zweifel daran ist für die politisch Verantwortlichen in gewisser Weise eine narzisstische Kränkung, nachdem man sich als Akteur in einer Ausnahmesituation, als souverän und in den Staatsmedien als anerkannt und legitimiert erlebte. Diese psychische Disposition ist, wie der Therapeut Hans-Joachim Maas anmerkt, Zitat, in typischer Weise empathielos für die von Maßnahmen Betroffenen und auf das eigene, bedeutungsschwere Machthandeln zentriert, so dass alle wirtschaftlichen, psychologischen, sozialen und finanziellen Folgen verblassen. Zitat Ende. Jeder, der in diesem Land noch bei klarem Verstand ist, wird schon länger zum Schluss gekommen sein, dass es aufgrund unzähliger rechtlicher und sogenannter humanitärer Hindernisse unmöglich ist, Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Jeder, der bereits 2015 einen kritischen Blick auf die Masseneinwanderung hatte, weiß, dass es genauso unmöglich ist, Analphabeten und Geringqualifizierte
mit noch so großem finanziellen Aufwand in Arbeit zu bringen. Jeder, der nur halbwegs rechnen kann, weiß, dass das Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland auf die Dauer die Aufnahme von Millionen Einwanderern, die zu großen Teilen staatlich alimentiert werden, nicht bewältigen kann. Und jeder von uns weiß, dass Morde wie die in Würzburg oder die täglichen Gewalttaten, bei denen der Täter in der Regel in den regierungstreuen Medien als ein Mann bezeichnet wird, nicht die letzten gewesen sind. Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist durch den Staat immer weniger garantiert. Dafür werden, wie in der Hochzeit der Corona-Maßnahmen, Maskenverweigerer oder GEZ-Rebellen drangsaliert und eingesperrt. Eine Simulation staatlicher Härte, die stets diejenigen trifft, bei denen keine massive Gegenwehr zu erwarten ist. Die erschreckende Abwesenheit jedes Ansatzes von Vernunft, Skepsis oder Reflexion in Politik und Medien angesichts der Masseneinwanderung hunderttausender junger Männer aus den zerfallenen arabischen und afrikanischen Staaten ist in sich erklärungsbedürftig. Auch wenn Deutschland aufgrund seiner Geschichte vielleicht besonders anfällig ist, Länder wie Schweden, Dänemark, Holland oder Frankreich zeigen in aller Deutlichkeit, dass es sich hier um ein allgemeines Phänomen westeuropäischer Länder und Gesellschaften handelt. Eine geradezu groteske Realitätsverweigerung und eine mentale Disposition, die im Fremden quasi den Erlöser historischer Sünden und Verbrechen wie Kolonialismus oder Faschismus sieht, spielen sicher eine wichtige Rolle. Daneben sind es aber Opportunismus, Feigheit und eine fast grenzenlose Naivität, die von Beginn an einen unverstellten Blick auf die Folgen der Grenzöffnung verhinderte. Das sogenannte Postfaktische ist seit längerem eine linksgrüne Weltsicht, in der Realitätsferne, Infantilisierung und Viktimisierung Hand in Hand gehen. So verschmelzen eine von allen realen Friktionen befreite Traumwelt, eine abgehobene moralische Attitüde und ein nur mühsam verdrängter Hass auf Andersdenkende. Dazu kommt ein als Antirassismus getarnter Paternalismus, der im Fremden nur noch ein Opfer der Mehrheitsgesellschaft sieht, deren Rassismus täglich wie ein Katechismus angeprangert werden muss. Fast alle Vertreter der Willkommenskultur wollen heute nur noch ungern an ihre euphorischen Prognosen im Herbst 2015 erinnert werden. Es ist zu vermuten, dass sie den einst Verfemten irgendwann ohne Scham erklären werden, doch auch alles immer schon kritisch gesehen zu haben. Am Ende wird wieder niemand dabei gewesen sein. Man war ja selbst nur das Opfer seiner Gutgläubigkeit und Menschenliebe geworden. Niemand konnte vorhersehen, was kommen wird. Erinnern wir daran, dass das Narrativ der kulturellen Bereicherung durch die Reinströmenden und die Hoffnung auf einen ökonomischen Aufschwung durch überwiegend Geringqualifizierte aus Ländern ohne eine etablierte Arbeits- und Leistungskultur ein dominantes Muster bildete. Daimler-Chef Zetsche versprach sie durch Flüchtlinge ein neues Wirtschaftswunder. Der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fand die Masseneinwanderung wertvoller wie Gold. Die unvermeidliche Katrin Göring-Eckardt sprach von einem Geschenk für Deutschland und ihr Parteikollege Anton Hofreiter sah im August 2015 das Ganze als Chance, dass nämlich viele Menschen, insbesondere auch gut ausgebildete Menschen, ihre Zukunft in Deutschland sehen. Da durfte auch Lukas Köhler, Landesvorsitzender Junge Liberale Bayern, nicht zurückbleiben. Zitat: Liebe Flüchtlinge, es ist gut, dass ihr hier seid, weil wir zusammen in Bayern glücklich werden können und ihr unsere Gesellschaft bereichert. Zitat Ende. Neben diesen, heute nur noch wie aus einer längst vergangenen Zeit klingenden Stimmen, die satirisches Potenzial haben, wurde aber bereits mögliche Veränderungen für die hier schon länger Lebenden früh und deutlich ausgesprochen. Beispielhaft hier nur der Essener Bischof Oberbeck im September 2015. Zitat: So wie die Flüchtlinge ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen, werden auch wir es tun müssen. Unser Wohlstand und die Weise, in Frieden zu leben, werden sich ändern. Fast zeitgleich machte der Präsident des Regierungsbezirks Kassel, Walter Lübcke, CDU, im Oktober desselben Jahres Bürgern, die gegen die Unterbringung von Asylbewerbern protestierten, klar, Zitat: Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Zitat Ende. Wenn der damals amtierende Justizminister Heiko Maas in einer öffentlich-rechtlichen Sendung klarstellte, es gibt keine Verbindung, keine einzige nachweisbare Verbindung zwischen dem Terrorismus und den Flüchtlingen, und das zu einem Zeitpunkt, als der deutsche Geheimdienst bereits auf den Zusammenhang von unkontrollierter Masseneinwanderung und terroristischen Attentätern aufmerksam machte, dann kann man von einer bewussten Irreführung der Bevölkerung sprechen.
Die Mär vom eingeschlichenen Terroristen, betitelte auch die regierungstreue Süddeutsche Zeitung einen Beitrag im Oktober 2015. Spätestens nach den Anschlägen von Paris-Bataclan kurz danach, am 13. November 2015, mit 170 Toten, bei denen einige der Täter mit gefälschten syrischen Pässen über Griechenland in die EU einreisten, hat die Wirklichkeit alle diese Aussagen ad absurdum geführt. Weder Maas noch die SZ haben sich später für ihre Fehleinschätzung entschuldigt. Im Gegenteil, sie machten weiter wie davor. Der weitaus größte Teil des deutschen Journalismus hat seit dem September 2015 in der Pädagogisierung und Erziehung ihrer Leser, die allesamt auf eine bunte Gesellschaft, auf Weltoffenheit und Toleranz verpflichtet werden sollten, ihre eigentliche Bestimmung gefunden. Über die künftigen Aufgaben des Journalisten, genauer eigentlich des politischen Aktivisten, war denn auch im Berliner Tagesspiegel zu lesen, Zitat: Das Projekt Aufklärung müsste also auf der anderen Seite im deutschen, europäischen Inneren an tiefsitzenden soziokulturellen Einstellungen rühren und wäre als politische Bildungsaufgabe der von Amerikanern und Briten nach 1945 in Westdeutschland betriebenen Re-Education vergleichbar. Zitat Ende. Diese vom Tagesspiegel geforderte zweite Re-Education fand bereits lange vor 2015 statt und nimmt aktuell immer absurdere Formen an. Man denke an die Diskussionen rund um den Partyhit Laila, Winnetou, Gendersternchen und Transsexualität. Praktisch jedes Themenfeld wird in Deutschland seit Jahren von unzähligen Tabus und Sprechverboten begleitet. Integration, Asyl, Geschlechterverhältnisse, Kindererziehung, Kriminalität, Klima, Gentechnik, Corona. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Im Idealfall hat jeder die richtige Meinung dazu. Ja, in allen diesen Fällen kann es im Prinzip nur eine richtige Meinung geben. Alle anderen sind am besten bei Strafe des gesellschaftlichen Ausschlusses zu verbieten oder, die Macht dazu hat man noch nicht, unter Strafe zu stellen. Zumindest müssen die Protagonisten von Fehlmeinungen in die rechte, rassistische, populistische oder unmoralische Ecke gestellt werden. Man kann einfach nicht für Atomkraft und Gentechnik oder gegen eine weitere Zuwanderung aus islamisch geprägten Ländern sein. Das ist entweder krank, islamophob oder grenzt schon an ein Hassverbrechen. Die Meinung, es lebten zu viele nicht integrierbare Gruppen in Deutschland oder man fühle sich zunehmend fremd in seinem eigenen Land, darf ein aufrechter Demokrat nicht haben. Und ihr muss deshalb vehement mit moralischer Entrüstung und gesellschaftlicher Ächtung begegnet werden. Niemand spricht im Übrigen darüber, was der millionenfache Zustrom für diejenigen bedeutet, die die Integration der Neuankommenden in ihrem Lebensumfeld faktisch zu bewerkstelligen haben. Den Dauergeschichten sympathischer Flüchtlinge in den Leitmedien stehen keine Geschichten von verzweifelten Einheimischen gegenüber, deren Welt sich gegen ihren Willen verändert, die ihre Straße, ihr Dorf, ihre Stadt nicht mehr kennen, die ihr vertrautes Umfeld zunehmend als fremd wahrnehmen. Allein wer eine solche Äußerung des Fremdseins, des Verlustes an Heimat, des Unwillens, die von außen erzwungenen Veränderungen zu begrüßen, von sich gibt, wird von den Tugendwächtern sofort als ewig gestrig denunziert und in den Medien als Beispiel für den latenten Ausländerhass in Deutschland vorgeführt. Eine nüchterne Betrachtung der Realitäten und unmittelbaren Folgen der ungesteuerten Zuwanderung, die quer zu den moralischen Erwartungen liegt, fällt selbst schon unter das Verdikt von Hate Speech. Ein sachlicher und distanzierter Blick, etwa auf die horrenden Kosten der Flüchtlingskrise, gilt per se als menschenverachtend, da allein auf den ökonomischen Nutzen gerichtet und trifft auf vehementen Widerstand desjenigen Teils der Öffentlichkeit, der medial den moralischen Raum vorgibt, innerhalb dessen man in Deutschland denken darf.
Die gesinnungsethische Radikalität ist im Kern genuin und politisch. Ihre abstrakten Forderungen reflektieren weder die Folgen ihres Handelns noch die von ihr erzeugten Effekte. Dass sie eine deutsche Bundeskanzlerin in infantiler Pose für Selfies mit in der Regel illegalen Einwanderern zur Verfügung stellte, ohne offensichtlich in Erwägung zu ziehen, was solche Bilder in den arabischen und afrikanischen Ländern auslösen, war nur die Spitze eines Kitsch- und Rührstückes, welches das Politische durch einen moralischen Imperativ ersetzte. Die eiskalte Kanzlerin wurde über Nacht zur Mama Merkel, zum Gewissen der Welt. Der Soziologe Max Weber hat in seiner akademischen Antrittsrede Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik 1895 den Typus des von ihm sogenannten Gesinnungsethikers schon sehr früh präzise beschrieben. Zitat: Aber das Gegenteil von politischer Erziehung bekundet auch das schablonenhafte Gekläff jenes stets anwachsenden Chorus der, wenn mir der Ausdruck verziehen wird, Wald- und Wiesensozialpolitiker und ebenso jene menschlich liebenswürdige und achtungswerte, dennoch aber unsäglich spießbürgerliche Erweichung des Gemütes, welche politische Ideale durch ethische ersetzen zu können meint und diese wieder harmlos mit optimistischen Glückshoffnungen identifiziert. Zitat Ende. Längst ist der sogenannte Mainstream, nicht nur in Politik und Medien, auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in Universitäten, Kirchen, Stiftungen und Verbänden ein politkorrektes Links geworden, das im Verdrängen und Verleugnen gesellschaftlicher Realitäten seine Bestimmung gefunden hat und sich nur noch um die richtige Gesinnung dreht. Alle gesellschaftlichen Tabus, so der Medienwissenschaftler Norbert Bolz, sind heute praktisch ohne Ausnahme linke Tabus. Ausländerkriminalität, muslimischer Antisemitismus, Jugendgewalt etc. Der moralisch Überlegene kann sich so stets sicher sein, dass er den Argumenten der Gegenseite kaum etwas entgegensetzen muss. In allen öffentlichen Talkshows ist er auch in ausreichender Überzahl vertreten. Die traditionelle Linke war seit der Französischen Revolution auf universale Kategorien ausgerichtet. Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit. Spätestens mit dem Fall der realsozialistischen Länder ist der Internationalismus der Linken auf eine emotionale Solidarität mit den Opfern der kapitalistischen westlichen Welt gerichtet. Abstrakte und allgemeine Lehrformeln wie No Border oder Kein Mensch ist illegal sind Ausdruck für eine rein ästhetische, im eigentlichen vollkommen unpolitischen Haltung zur Welt, die im Allgemeinen harmlos, aber in einer Krisensituation Bedeutung bekommt, insbesondere da die oberste Staatsführung in diesen Tenor einstimmt und sich als oberste moralische Instanz versteht. Der deutsche Philosoph Hegel schreibt, die Wirklichkeit sei gegenüber dem Wunsch das, was tatsächlich gegeben sei. Es scheint, als ob die Orientierung an der Wirklichkeit heute für die Vertreter der unbegrenzten Einwanderung ein Zeichen für allgemeine Menschenfeindlichkeit und blanken Zynismus geworden ist. Der Gesinnungsethiker darf dabei jederzeit unerfüllbare Maximalforderungen und abstrakte Ideale wie eine Monstranz vor sich hertragen. Der abwägend Denkende, der die Möglichkeiten an der Realität abgleicht, wird zum Unmenschen erklärt, zum Schuldigen an Ertrunkenen und Leichenbergen. Ein Muster, das sich in der Corona-Zeit wiederholte. Hier wurde der Ungeimpfte als potenzieller Mörder seiner Mitmenschen diffamiert, ein asoziales Subjekt, dem man ohne Skrupel wesentliche Freiheits- und Grundrechte unter dem Applaus der Willfährigen nehmen durfte. Alle Fragen, etwa die nach den konkreten und längerfristigen Folgen einer unbegrenzten Einwanderungspolitik, wurden von Beginn an als nicht zulässig abgeschmettert. Es galt, wir schaffen das. Der Hass auf den Kritiker als Überbringer der schlechten Botschaft kannte kaum eine Grenze. Wie umgekehrt die Fernstenliebe ungeahnte Höhen erreichte. Im Prinzip geht es den Akteuren eines abstrakten Wunschdenkens immer darum, die Gegenwart oder das herrschende System durch eine glorreiche Zukunft, hier die multikulturelle Gesellschaft, zu ersetzen. Dass solche Ideale am häufigsten bei Leuten verbreitet sind, die jenseits der normalen Lebensrealitäten stehen, sich allen anderen moralisch überlegen fühlen und in der Regel am weitesten von den mit der Masseneinwanderung einhergehenden sozialen und lebensweltlichen Verwerfungen entfernt sind, das mag nicht wirklich zu überraschen.
Im linken Grünwellen Prenzlauer Berg ist der arabische Clan weit weg und die Kinder gehen auf Privatschulen. Malte Torben und Lea Sophie treffen nicht auf Murat und Mohammed. Diese bigotte Haltung der guten Menschen war so lange ungefährlich für die Allgemeinheit, solange relativ krisenfreie Zeiten existierten. Mit den Corona-Maßnahmen, der Klimahysterie und dem Ukraine-Krieg sind diese Zeiten aber endgültig Geschichte. Friedrich Nietzsche hat in seiner autobiografischen Schrift Ecce Homo 1908 posthum erschienen, als einer der ersten im guten Menschen eine Gefahr gesehen. Zitat: Die Existenzbedingungen der Guten ist die Lüge, anders ausgedrückt, das Nicht-Sehen-Wollen um jeden Preis, wie im Grunde die Realität beschaffen ist. In diesem Sinne nennt Zarathustra die Guten bald die letzten Menschen, bald den Anfang vom Ende. Vor allem empfindet er sie als die schädlichste Art Mensch, weil sie ebenso auf Kosten der Wahrheit als auf Kosten der Zukunft ihre Existenz durchsetzen. Die Guten, die waren immer der Anfang vom Ende. Zitat Ende. Hauptverantwortlich für die Zunahme der von Nietzsche sogenannten letzten Menschen ist vor allem eine Art von Moral Overstretch, der einen humanitären Universalismus als Orientierung des eigenen Handelns nimmt, der keine eigenen Interessen mehr kennt und der keine Nation von Staatsbürgern mehr sein will. Eigenes und Fremdes existieren nicht mehr länger. Es gibt keine kulturellen Unterschiede mehr, die qualitativer Natur sind. Wir sind alle Menschen. Der Nationalstaat unterscheidet noch zwischen Bürgern und Nichtbürgern. Nun soll diese Unterscheidung, in den Worten von Ex-Kanzlerin Merkel, durch die einfache Differenz von schon länger oder noch nicht so lange hier Lebenden abgeschafft werden. Nachdem die ältere Linke im Arbeiter das revolutionäre Subjekt sah, ist heute längst der nicht-europäische Migrant, nun Schutzsuchende genannt, anstelle des Proletariats getreten. Er ist der neue Säulenheilige der linken Utopie und soll das alte, müde und weiße Europa zugunsten der viel zitierten Vielfalt bunt machen, das heißt die nationalen und kulturellen Identitäten zum Verschwinden bringen. Dieses Erlösungsphantasma, und als solches muss man es wohl betrachten, bringt ein Beobachter einer Delegiertenkonferenz der Grünen in Berlin in eindringlichen Bildern auf den Punkt. Zitat: Aber dann tauchte eine Handvoll Schwarzafrikaner auf der Bühne auf. Auf dem Leib hatten sie ein T-Shirt mit der schlichten Aufschrift Lampedusa in Berlin. Der momentan hiebste Gral grüner Schuldgefühle, Lampedusa. Es war, als wären Heilige direkt bis in die Niederungen eines Parteitages herabgestiegen, um die anwesenden Grünen mit einer kurzen Rede zu segnen. Ja, zu erlösen. Beinahe alle Grünen krümmten instinktiv etwas ihren Rücken, denn sie wussten, als Einwohner, gerade als weißer Einwohner Europas, sollte man sich eines geraden Rückens entledigen. Zitat Ende. Die Erlösungsgeschichte findet im Multikulturalismus ihren präzisen Ausdruck. Nicht mehr die Befreiung des einheimischen Arbeiters, er gilt als besonders anfällig für Rechtspopulisten, sondern ethnische und kulturelle Minderheiten stehen nun im Mittelpunkt einer ausufernden Antidiskriminierungs- und Anerkennungspolitik. Das Feindbild ist heute so weniger die Bourgeoisie oder das Großkapital, wenngleich es immer noch existiert, als allgemein die weiße christliche Mehrheitsgesellschaft und ihre dominante Position. Das erklärt auch die ansonsten vollkommen unverständliche affirmative Haltung breiter Kreise der Linken zum Islam bei gleichzeitiger massiver Kritik an der eigenen Kultur. Erschreckend an den letzten Jahren ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderungen unserer gewohnten Welt vollziehen. Die menschliche Psyche hat aus Überlebensgründen die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Durch Gewöhnung verschieben sich die Maßstäbe dessen, was noch vor kurzem als normal galt, mehr und mehr. Was früher als ein Einbruch in unser Leben oder Skandal galt, wird heute als unveränderbare Realität wahrgenommen, akzeptiert und oder resignativ hingenommen. Vieles, was noch bis vor nicht allzu langer Zeit als Ausdruck von Pessimismus oder dystopischer Fantasie abgetan wurde, ist heute längst Wirklichkeit. Wenn wir ehrlich sind, wer hätte sich, obwohl es für nüchterne Analytiker Anzeichen dafür gab, Anfang 2015 vorstellen können, wo wir uns heute befinden? Die Liste der bis vor kurzem noch für ganz unwahrscheinlich gehaltenen Tatsachen lässt sich endlos fortführen. Der Gewöhnungseffekt hat bei allen negativen Folgen der grenzenlosen Einwanderung längst eingesetzt. Nur noch spektakuläre Ereignisse lassen uns aufhorchen, den Rest blenden wir aus. Die Abstumpfung hat uns alle erfasst und das ist ein wirklich schlechtes Zeichen. Die täglichen Messerstechereien, sexuellen Übergriffe, Vergewaltigungen, Massenschlägereien, die Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte, Ärzte,
Klinikpersonal, die Gewalt in Bussen oder U-Bahnen. All diese Entwicklungen waren und sind durch die Corona-Berichterstattung, die Klimahysterie und den Ukraine-Krieg nur noch ein Randphänomen. Aber sie sind deshalb nicht, wie vielleicht erhofft, verschwunden. In den Hochburgen der multikulturellen Stadtteile haben vielfach die Clans arabisch-türkischer Herkunft mit ihrer archaischen Kultur von Ehre und Schande das Sagen. Staatliches Recht verschwindet langsam, aber unaufhörlich und wird durch das Recht der Straße, der Sippe, der Religionsgemeinschaft ersetzt. Die Institutionen des Leviathan verlieren mehr und mehr ihre Bedeutung und können dem Einzelnen keinen Schutz mehr vor der Gewalt tribalistischer Gruppen und skrupelloser Individuen gewähren. Der Staat und seine Organe, Polizei und Militär, stehen dabei zusätzlich von der politisch linken Seite ständig unter Generalverdacht. Rassismus, Bullenschweine, Soldaten sind Mörder und finden so keine Legitimation mehr für eine konsequente Haltung, die der eigenen Selbstbehauptung und der Wahrnehmung zivilgesellschaftlicher Interessen dient. Zugleich passen die staatlichen Organe sich den herrschenden Narrativen an. Auch die Polizei fährt inzwischen, wie selbst schon gesehen, in Autos mit Regenbogenfarben. So schwindet bei den Bürgern das Vertrauen in den Rechtsstaat, dessen implizite Grundlagen, insbesondere der Verzicht auf eine gewaltförmige Durchsetzung eigener Interessen, Voraussetzung für sein Funktionieren war. Mit der Masseneinwanderung junger Männer aus den zerfallenen arabischen und afrikanischen Staaten, in denen Korruption, Gewalt, die Verachtung gegenüber Frauen oder Ungläubigen und das Versagen staatlicher Institutionen der Normalfall sind, kehren Formen der Auseinandersetzungen nach Deutschland zurück, die längst als überwunden galten. Sie haben sich in den parallel besser Gegengesellschaften muslimischer Einwanderer der westeuropäischen Länder bereits vor längerem etabliert, ohne dass darauf eine entsprechende staatliche Reaktion erfolgte. Es ist so keine gewagte Prognose und bereits täglich Realität, dass in deutschen und westeuropäischen Städten in Zukunft gewalttätige Formen der Konfliktlösung immer öfter der Fall sein werden, in denen tribalistische Gemeinschaften den letzten Menschen durchgegendert und diversity-sensibel überlegen sind, dass sie sich nicht an die Spielregeln demokratischer Übereinkunft halten. Der noch existierende Rest Leviathan sieht sich zeitgleich nicht mehr in der Lage, seine Macht auszuüben, da seine repressiven Mittel und Instrumente in der Sicht eines vorherrschenden moralischen Universalismus prinzipiell als illegitim gelten. Außer gegen Rechts, also in der Regel gegen Bürger, von denen nichts zu befürchten ist, wie vor allem bei den Corona-Spaziergängen zu sehen war. Aber der Stärkere besetzt immer mehr den öffentlichen Raum, in dem der Schwache keinen Schutz mehr durch das staatliche Gewaltmonopol erfährt. Es droht nicht nur eine Retribalisierung der westlichen Gesellschaften, die in mehr und mehr segmentierte Gemeinschaften zerfallen und bereits innerhalb der autochthonen Bevölkerung in unversöhnliche Lager gespalten ist. Es droht auch ein Rückfall in Verhältnisse, die bis vor kurzem nur als historische Kuriositäten oder mit weitem Abstand betrachtet wurden. Thank you.
Das Schlimmste der gegenwärtigen Entwicklungen ist, und das kann wohl jeder an sich selbst beobachten, man stumpft angesichts der täglichen Meldungen in den Zeitungen oder Polizeiberichten, die in den letzten Jahren durch die Dauerbeschallung mit den Themen Corona, Klima und Ukraine lediglich als eine Art Fußnoten fungierten, immer mehr ab. Ein Achselzucken, ein Kopfschütteln. Es bringt nichts, sich aufzuregen. Alles Verhaltensweisen, die dem persönlichen Selbstschutz dienen. Denn es fällt immer schwerer, nicht wütend oder depressiv zu werden. Wie soll man die eigene Psyche noch vor dem Ansturm negativer Gefühle schützen? Man muss wohl die meisten Zeitungen meiden, das Zwangsgebührenfernsehen abschalten, fruchtlose Diskussionen mit den edlen Seelen vermeiden, die man noch nach unserer Verantwortung für das Versagen der Integration und dem Elend der Welt suchen und sich im Sündenstolz bequem eingerichtet haben. Inzwischen gilt jeder als Putin-Versteher, Klimaleugner, Impfgegner, Querdenker, Rassist und Reaktionär, der die staatlichen Vorgaben und Maßnahmen kritisiert. Der Ausschluss aus der Corona-Volksgemeinschaft war nur die konsequente Weiterführung der Aufteilung in ein helles und dunkles Deutschland mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Mit dem Ukraine-Krieg ist diese Spaltung nochmals radikalisiert worden, mit längerfristigen Effekten, die, ähnlich wie bei Zuwanderung und Corona, noch einem strikten Denktabu unterliegen. Von den führenden politischen und medialen Repräsentanten, die mit der Klimaerwärmung und im Februar 2020 mit Corona wunderbar von der 2015 selbstverantworteten Misere ablenken konnten, wird der durch die Masseneinwanderung hervorgerufene Ausnahmezustand in Deutschland nach wie vor verleugnet. Dabei steht nicht nur der Sozialstaat, der allein im Rahmen eines Nationalstaats denkbar ist, mit der ubiquitären Öffnung für praktisch alle Einwanderungswilligen auf dem Spiel, da die wesentlichen Voraussetzungen Solidarität, Reziprozität, Vertrauen, Homogenität für sein Funktionieren unter der Last der Massenmigration brüchig wird. Das Prinzip der allgemeinen Menschenrechte, so der Publizist Dimitris Kouzoudis, wird dabei immer mehr zum Grundprinzip einer fatalen Dynamik. Zitat: Grundrechte werden zu Ansprüchen gegenüber dritten Staaten, die letztlich nichts anderes sind als Leistungsrechte. Ansprüche gegenüber den Staatsbürgern in den Staaten, die die Flüchtlinge plötzlich als Einwanderer aufnehmen müssen. Denn selbstverständlich beginnt die Integration in den deutschen Sozialstaat, sobald die de facto Flüchtlinge deutschen Boden betreten haben. Zitat Ende. Wer vor der Küste Libyens oder der Türkei in ein Schlauchboot steigt und sich dem Risiko des Ertrinkens ausliefert, weiß, dass die westlichen Einsatzkräfte erpressbar sind. Er nutzt die humanitären Werte seines Gegenübers als Schwachpunkt aus, um ihn zur Rettung zu zwingen. Es gibt prinzipiell keine Möglichkeit, dieser Erpressung zu entkommen, will man nicht selbst inhuman oder der Unmenschlichkeit angeklagt werden. Ein Hungerstreik als Erpressung in einem absolut inhumanen System, etwa einem sowjetischen Gulag oder einem nationalsozialistischen Vernichtungslager, macht dagegen keinen Sinn und hätte, wie Wolf-Peter Sieferle in Epochenwechsel schreibt, bei den Wachmannschaften nur Gelächter ausgelöst. Wir dagegen finden praktisch keine Begründung mehr dafür, warum jemand irgendetwas nicht bekommen soll, was er einfordert. Gerichte und Gesetze, nicht nur in Deutschland, gestehen im Namen der Menschenrechte praktisch allen Einwohnern des Planeten bestimmte Grundrechte zu, die wir zu garantieren haben, da es unmenschlich wäre, sie jemandem zu verweigern. Wenn das dennoch einmal geschieht, ist die moralische Entrüstung jedes Mal groß. Denn wie kann einem anderen abgelehnt werden, was wir selbst in Anspruch nehmen? Ist es doch nur die zufällige, privilegierte Geburt, so das häufig gehörte Argument, das uns von den Unglücklichen unterscheidet. Insofern war die grenzenlose Einwanderung in die vorhandenen Sozialsysteme nur ein konsequenter Schritt. Diese Transformation, die Leistungs- und Teilhabeansprüche für Nichtstaatsbürger ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel beinhaltet, hat in vielen Teilen Europas bereits sichtbare Auswirkungen und wird über kurz oder lang den gewachsenen Sozialstaat zerstören. Der bereits zitierte Zivilisationshistoriker Rolf-Peter Sieferle fasst die aktuelle Situation in einem Essay zum Migrationsproblem knapp zusammen. Zitat: Ein Ausbau des Sozialstaats bei gleichzeitiger Öffnung für Immigration ist zweifellos nicht nachhaltig. Es wäre so, als drehte man die Heizung auf und öffnete gleichzeitig die Fenster. Zitat Ende. Die Schulddisposition der westeuropäischen Gesellschaften hat in Deutschland eine geradezu perfekte Form für die Emotionalisierung des öffentlichen Lebens gefunden, bei strikten Ausschluss der Wirklichkeit. Die offizielle Politik in Deutschland hat so aus der ungeregelten Einwanderung eine Art Bußpflicht gemacht, selbst wenn sie wahrscheinlich von immer größeren Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird, ohne dass das öffentlich sichtbar wird.
Die Heiligsprechung alles Fremden und die Chance mit der grenzenlosen Aufnahme aller Benachteiligten, die historischen Verbrechen des Westens, Kapitalismus, Kolonialismus, Faschismus, endlich zu sühnen, sprich erlöst zu werden, bleiben wichtige Faktoren für ein Verständnis der aktuellen Situation. Offensichtlich gibt es so etwas wie einen Schuldvertrag zwischen dem reichen Europa und dem armen Rest, der einfach zu instrumentalisieren ist und der jederzeit abgerufen werden kann. Der französische Soziologe Pascal Bruckner fasst dieses Verhältnis polemisch zusammen. Zitat: Europa schuldet letzteren alles. Unterkunft, Verpflegung, Gesundheitsversorgung, Erziehung, ordentliche Löhne, prompte Erledigung ihrer Anliegen und vor allem Respektierung ihrer Identität. Bevor sie noch einen Fuß auf unserem Boden gesetzt haben, sind sie Gläubiger, die ihre Schulden einfordern. Zitat Ende. Ein kollektives Bedürfnis und eine Sehnsucht nach Anerkennung ist bereit, das eigene im Rausch der Selbstbegeisterung, der eigenen Empfindsamkeit zu opfern. Die realen Opfer der eigenen Selbsterhöhung werden dabei achselzuckend zur Kenntnis genommen. Wichtig ist alleine, dass nicht Dunkeldeutschland oder die Rechten die Opfer für ihre Zwecke instrumentalisieren. Denn Letzteres ist in den Augen der edlen Seelen, zumindest mein Eindruck, bei den verhasstriefenden Vorwürfen sogenannter Antirassisten schlimmer als jede Gewalttat bis hin zum Mord. Diese absurde Logik kann man tatsächlich die Herrschaft des Postfaktischen nennen, denn die Wirklichkeit wird hier unbedeutend im Verhältnis zur eigenen psychischen Distinktion. Ja, sie existiert nur noch als Mittel der eigenen Befindlichkeiten. Deshalb werden wir auch weiter bei vergleichbaren Gewalttaten der noch nicht so lange hier Lebenden schweigen und relativieren sehen. Das eigene Selbstbild und die Erhöhung über die Abwertung der anderen erlaubt keine Abweichung und wird ja auch medial in seiner Richtigkeit ständig bestärkt. Dennoch wissen oder ahnen, viele von uns zumindest, dass das, was sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, nur ein Anfang ist. Unser Leben hat sich durch die absolutistisch fordernde Willkommenskultur verändert und wird sich weiter ändern. Wann und wo das nächste Attentat, der nächste sexuelle Übergriff auf Frauen oder die inzwischen alltägliche Gewalt im öffentlichen Raum geschehen wird, das mag niemand vorherzusagen. Aber wir alle wissen, dass es wieder geschehen wird und dass weitere Opfer zu beklagen sein werden. Die für die aktuelle Situation politisch Verantwortlichen werden auch in Zukunft nicht zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, sie machen, quasi unter dem Radar durch die massiven Probleme der Gegenwart kaum zu sehen, weiter wie bisher. Merkels berühmteste Aussage, wir schaffen das, bleibt so das drohende Mantra der nächsten Jahre. Der Souverän und Wähler will es offensichtlich auch nicht anders. Dass unsere Grund- und Freiheitsrechte im Zuge der Klima- und Corona-Hysterie gleich noch mit abgeschafft wurden, zeigt nur allzu deutlich, wohin wir uns bewegen. Es bleibt zu hoffen, dass der Widerstand in den liberalen und konservativen Teilen der Gesellschaft gegenüber einer vollkommen von der Realität abgelösten Einwanderungspolitik, die derzeit angesichts der massiven Versorgungsprobleme mit Energie fast vollständig aus dem Fokus geraten ist, anwachsen wird. Auf eine mentale und politische Umkehr hatten ich und andere bereits nach den sexuellen Übergriffen Silvester 2015 in Köln, den zahlreichen Terroranschlägen und den täglichen Gewaltdelikten vergeblich gehofft. Die aktuelle Energiekrise könnte, aber das ist nicht mehr als eine vage Hoffnung, ein Verstärker für eine realistische Betrachtung einer Zuwanderung sein, die sich nicht an den Bedürfnissen der Aufnahmegesellschaft orientiert und riesige Verwerfungen mit sich bringt. Selbst Deutschland wird so irgendwann die Grenze seiner Zahlungsfähigkeit erreichen. Spätestens dann, wenn Inflation und Rezession für die Mehrheit spürbar werden. Vielleicht geht uns also einfach das Geld aus. Gesinnungsethik und Moral alleine genügen auf Dauer für politisches Handeln nicht. Der Selbsthass und die eigene Bußfertigkeit, die in der Abwertung des eigenen eine Tugend erblickt, sind aber so tief in den kulturellen Traditionen der protestantisch geprägten Schuldkultur verwurzelt, dass etwa jegliche Kritik an der selbstzerstörerischen Asyl- und Einwanderungspolitik als moralisches Versagen und herzlose Haltung erscheint. Europa, der geografische und politische Raum, in dem die Menschenrechte erfunden wurden, könnte so an der strikten Einhaltung seiner humanistischen Grundsätze zugrunde gehen. Es gibt aber keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung. Am 24. August 1945, zwei Tage vor seinem Tod, beendet der österreichisch-jüdische Schriftsteller Franz Werfel seinen utopischen Roman »Stern der Ungeborenen«. Vor den Nationalsozialisten ins amerikanische Exil geflohen, sah er die Zukunft Deutschlands nach Kriegsende in prophetischer Weise vorher. Seine Worte mögen uns abschließend als Menetekel gelten. Zwischen Weltkrieg II und Weltkrieg III drängten sich die Deutschen an die Spitze der Humanität und Allgüte.
Und sie nahmen das, was sie unter Humanität und Güte verstanden, äußerst ernst. Sie hatten doch seit Jahrhunderten danach gelächzt, beliebt zu sein. Und Humanität schien ihnen jetzt der bessere Weg zu diesem Ziel. Sie fanden diesen Weg sogar weit bequemer, als Heroismus und Rassen waren. So wurden die Deutschen die Erfinder der Ethik der selbstlosen Zudringlichkeit. In unserer Reihe Audi Max, das Kontrafunkkolleg, brachten wir einen Vortrag des Psychologen und Politologen Dr. Alexander Meschnick mit dem Titel »Die Wiederkehr des Verdrängten«. Diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio auch als Podcast verfügbar.